Vielen Dank, liebe Helga. Damit sind wir jetzt schon knietief in den Themen der 80er. Dazu möchte ich auch ganz herzlich meinen Studiogast begrüßen. Producer, DJ und Host Flashmaster Ryan. Ja, moin. Moin, Flashy. Na? Was waren denn so deine News der 80er? Ja, News würde ich nicht unbedingt sagen, weil das waren ja in dem Sinne keine News. Also für mich war 80er prägend natürlich Hip-Hop, wo die Print- oder TV-Medien Breakdance populär gemacht haben. Das waren so, ja, News kann man nicht sagen, aber das waren so meine... Das war so mein Kick der 80er, der heute noch mein Leben bestimmt. Wann genau hat das angefangen? Ja, 84 ging das los. Das war ja die Zeit, wo die Breakdance-Welle nach Deutschland schwappte. Und da bin ich infiziert worden. Und bis jetzt ist kein Gegenmittel gefunden worden. Inwiefern infiziert? Du hast selbst angefangen zu breaken? Ja, also damals hat fast jeder irgendwie irgendwelche Bewegungen gemacht, vom Spiegel gestanden und irgendwelche Sachen gemacht. Und ja, im Laufe der Zeit, der harte Kern ist beim Breakdance heute noch geblieben, einige von denen. Und ich bin dann aber mehr zur Musik hin abgewandert. Okay, das heißt, du machst jetzt dein DJ-Ding? Ich habe eine Zeit lang DJ gemacht, ich produziere im Moment Beats und moderiere Veranstaltungen, also Freestyle-Battles, Breakdance-Veranstaltungen und solche Geschichten. Also richtig oldschool. Kann man ja auch an deiner Brille erkennen. Kannst du mich überhaupt durch die Brille sehen? Ja. Kannst du mich schon sehen. Was hat es mit dieser Brille auf sich? Ja, das ist so ein Tick von mir. Ich mache gerne Brillen. Das ist zum Beispiel auch so eine typische 80er-Jahre-Brille. Viele denken heutzutage durch Kanye West oder durch solche Leute, nee, die Brillen gab es in den 80ern schon. Und ich bin ganz froh, dass die 80er jetzt wieder aufleben. Weil da kommt man wieder an die alten Sachen ran. So eine Brillen konntest du eine Zeit lang nirgendwo kriegen. Jetzt kriegst du sie an jeder Straßenecke. Und man kann jetzt einfach das, was man damals nicht hatte oder was man noch mal haben wollte, jetzt 80er-mäßig wieder sich zurückholen. Ja, mit dieser Brille läufst du ja nicht durch die Straßen. Also. Nein, die habe ich nur auf, wenn ich Fotos mache, wenn ich in so einer Sendung bin wie hier oder solche Geschichten. Ne? Dann setze ich sowas auf. Okay. Also wann hat das denn mit diesem DJing angefangen? Also du warst erst am Breaken und dann bist du zum DJing gekommen. Wie bist du zu diesem DJing gekommen? Ja, wie bin ich zum mehr oder weniger auch ja durchs Breakdance, ne? Man hat ja die Musik gehört, so, na, was tanzen die so und so weiter. Und dann hat man gehört, was ist das für Musik, die dazu passt. Und dann hat man so, ich habe ja schon als kleiner Junge damals angefangen, wie alt war ich, 13, 14, habe den Kinderdiskus gemacht, wie man denn so anfängt, das wäre jetzt zu lang, alles zu erzählen. Mhm. Und ja, irgendwie bin ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass man ja auch richtig auflegen kann mit Scratchen und allem, was dazugehört. Und so hat man sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, hat Gleichgesinnte getroffen und hat das Ganze so aufgebaut. Und das ja, entsteht eben so im Laufe der Jahre. Oldschool eben. Oldschool eben. Schönes Stichwort. Die 80er, ein interessantes und ereignisreiches Jahrzehnt, wie wir auch gerade gehört haben, haben allerdings vor allen Dingen auch die Protestkultur geprägt. Und unser nächster Beitrag wird jetzt kurz zusammenfassen, was wichtig war. Peace. Massendemos, Wasserwerfer, Stacheldraht. Die 80er Jahre. Deutschland protestiert. Atomkraftgegner gegen Polizei. Die Angst vor der atomaren Aufrüstung treibt die Menschen auf die Straße. Ein Kampf für die Ideale gegen Atomkraft. Die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf in Bayern. In den 80er Jahren eines der umstrittensten Bauprojekte der Bundesrepublik. Immer wieder kommt es bei den Demonstrationen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Ich war einmal da, das war eine total skurrile Mischung für mich. Bayerische Bevölkerung aus dem Landkreis dort in Trachten. Polizeihubschrauber da drüber, die Tränengas in die Menge abschmeißen. Am Zaun Gruppen, die den Zaun zersägen mit Metallsägen. Die Polizei auf dem Gelände mit Wasserwerfern schießt dagegen. Ein riesiges Durcheinander. Aber letztendlich war dieser Widerstand erfolgreich. Diese Wiederaufbereitungsanlage ist in Deutschland nie gebaut worden. Ein Riesenerfolg der Anti-AKW-Bewegung. Widerstand auch im norddeutschen Brockdorf. Gegen den Neubau eines Atomkraftwerks in Schleswig-Holstein protestieren im Februar 81 ca. 100.000 Menschen. Die bis dahin größte Demonstration gegen Kernkraft in der Bundesrepublik erreicht einen Baustopp der Anlage für 4 Jahre. Verhindert werden kann das Kraftwerk trotzdem nicht. Die Anti-Atomkraftbewegung ist auch Wegbereiter für die Partei der Grünen. 1983 ziehen die ersten Abgeordneten in den Bundestag ein. Was wir natürlich mit sehr viel Sympathie gesehen haben, war, dass die Grünen doch mit sehr kreativen Aktionen die eingefahrenen
Riten in den parlamentarischen Gremien aufgebrochen haben. Die Zentrale der grün-alternativen Liste in Hamburg. Ein Beispiel unter vielen. Sie werfen den etablierten Parteien vor, sie seien erstarrt und würden um der Taktik willen Sachfragen ausweichen. Während die etablierten Parteien, den Alternativen, einen Mangel an politischem Realitätssinn vorhalten. Der 26. April 1986. Störfall im Atomkraftwerk Tschernobyl. Nur 1400 Kilometer von Deutschland entfernt tritt ein, wovor die Atomgegner immer gewarnt hatten. Das Schlimme an so einer Geschichte wie Tschernobyl ist, man weiß, bestimmte Dinge wird man politisch nicht durchsetzen, wenn nicht eine Katastrophe passiert. Gegner und Befürworter der Atomkraft rücken für einen Augenblick zusammen. Andere Themen spalten die Gesellschaft jedoch weiterhin. Immer mehr Bürgerinitiativen bilden sich, engagieren sich auf lokaler Ebene. Umweltschutz, ein Reizthema, das auch in der Bundesrepublik viele Menschen mobilisiert. Die geplante dritte Startbahn für den Großflughafen Frankfurt hat Bürger und Politiker in zwei Lager geteilt. Die Startbahn West. Tausende protestieren gegen Lärmbelästigung und die Abholzung eines großen Waldgebietes. Umweltschützer laufen Sturm. Umweltschutz hat sich auch die Organisation Greenpeace seit 1971 auf ihre Fahne geschrieben. Das Schlauchboot wurde durch zahlreiche spektakuläre Aktionen zum Markenzeichen der Umweltaktivisten. 1985. Das Flaggschiff Rainbow Warrior wird durch den französischen Geheimdienst versenkt. Und das hat Greenpeace, glaube ich, einen unheimlichen Auftrieb gegeben damals. Also damals zu wissen, ich arbeite für diesen Verein, der von der Atomwaffenmacht Frankreich physisch kaputt gemacht werden soll, das war schon ein unbeschreibliches Gefühl. Das Gefühl des Zusammenhalts erleben auch hunderttausende Demonstranten, die sich aus Angst vor dem atomaren Wettrüsten zur größten Friedensbewegung des 20. Jahrhunderts zusammengeschlossen haben. Und das hängt natürlich ganz stark an dem NATO-Doppelbeschluss, also letztendlich in diesem Wettrüsten nochmal mit einzusteigen und zu sagen, wir behalten uns auch einen Erstschlag vor gegen damals bösen Russen. So. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig, um die 80er Jahre zu begreifen, dieses Lebensgefühl, es kann wirklich zum Atomschlag kommen, ganz egal, wer den nachher auslöst, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Atomkraft, nein danke. Noch heute hat dieser Slogan Potenzial, um wieder Menschenmassen zu mobilisieren. Also das Erste, wo ich wieder sofort auf die Straße gehen würde, ist, wenn der Atomkompromiss, den wir vereinbart haben, damals in der rot-grünen Koalition wieder aufgebrochen wird. Ich wäre sofort wieder auf der Straße. Auf die Straße gehen, das ist das Stichwort. Flashy. Bist du schon mal für irgendetwas auf die Straße gegangen? Ja, jeden Tag gehe ich eigentlich auf die Straße, aber Spaß beiseite. Du weißt, was ich meine. Ja, demonstrieren, klar, schön und gut, ist auch wichtig. Aber ich bin immer so der Meinung, bevor man irgendwie für irgendetwas demonstriert, sollte man doch wenigstens erstmal zur Wahl gehen. So, das ist das Erste erstmal. Und dann kann man gerne auf die Straße gehen. So, das ist meine Meinung dazu. Und die Hip-Hop-Bewegung aus den 80ern, war das für dich so eine Art Protest auch? Eigentlich nicht so. Es gibt natürlich Leute, die haben das als Plattform genutzt, wie es heute ja auch noch Leute gibt, die in ihren Texten Sachen verarbeiten oder Leute Sachen mitteilen, die wichtig sind. Aber für mich ist Hip-Hop immer eine Lebenseinstellung gewesen, Freunde treffen, Spaß haben, das ist für mich eigentlich Hip-Hop gewesen. Oder das ist auch das, was so. Du jetzt ständig mitteilen möchtest, wenn du Musik machst? Ich will einfach den Leuten Unterhaltung bieten, schöne Musik bieten, so das ist mein Hauptding eigentlich. Ich komme nicht klar, ich muss dich immer durch diese Brille anschauen, also ich finde das irgendwie lustig. Ja, ich muss dir auch deine Perücke die ganze Zeit sehen, also von daher... Das ist keine Perücke, das ist echtes Haar hier, lasst euch nicht vollklatschen. Der Stiegel. Naja. Flashy, du hast hier noch eine andere Brille mitgebracht. Ja, ich habe so etliche so eine Brille, das ist so ein Tick von mir, wie gesagt. Aber so. Das sieht ja, für mich sieht das fast aus wie so eine Frisbee, ich weiß nicht genau. Ich weiß jetzt nicht genau, was für Namen die hat, so, aber die finde ich einfach irgendwie stylisch, ne? Die hat Style irgendwie und das ist so ein Tick von mir, so. Ich finde so Brillen ganz geil irgendwie so, dann kann man sich auch ein bisschen hinter verstecken, so, dann sehen die Leute nicht, wie man so hässlich man aussieht. Dann setzt man so eine Brille auf und dann ist alles in Ordnung. Also ich finde die ganz witzig. Okay, du findest die witzig. Na gut, Flashy, wie sehen denn so deine Pläne für die Zukunft aus? Ja, Pläne habe ich eine ganze Menge. Auf jeden Fall weiter Musik machen. Ich bastel gerade an neuen Sachen so. Wann da was aktuell wird, kann man noch nicht sagen so. Aber irgendwas kommt immer.
sag ich mal so, und ansonsten Augen und Ohren offen halten, es passiert immer irgendetwas. Es passiert immer irgendetwas. Und vielleicht zum Schluss, inwiefern bist du noch oldschool? Oldschool, ja. Was heißt oldschool? Oldschool ist so ein Begriff, der hat sich so eingebürgert. So. Was, heutzutage ist alles oldschool. Ich bin oldschool, weil ich aus einer Zeit komme, eben den 80ern, wo das angefangen hat. Aber das heißt ja nicht, dass oldschool was Schlechtes ist. Oldschool ist vielleicht auch diese Sendung in ein paar Jahren mal. Sagt man auch, Mensch, die Sendung ist aber oldschool. Oder ja. Mein Opa ist zum Beispiel oldschool. So. Oldschool ist vieles heutzutage eben. Alles klar. Okay, vielen Dank, Fleschi. Ja, dafür nicht. Ich bedanke mich. Aufschlussreiches Gespräch. Ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank. Und das war es jetzt erstmal vom Flashmaster Ray. Wir gehen jetzt rüber zum Oldschool Flash mit Helga Schneider.